kulturelle Aufrüstung gefordert? Bundestag diskutiert Probleme der Nachwuchsbildung? Wieso denn? Unsere Kinder gehen doch in die Schule. Das stimmt. Aber viele dieser Schulen sehen nicht gerade sehr fortschrittlich aus. Die meisten stammen noch aus der Zeit der Jahrhundertwende. Das war einmal ein Haupteingang. Dieses moderne Gebäude ist keine Schule. Nein, das ist die Schule. Und leider sind solche Schulen keine Ausnahmen. Erbaut 1912. Zerstört im letzten Krieg. Wiederaufgebaut wenig. Jedenfalls zu wenig. Ein Schultor 1959. Ein vielversprechendes Portal führt noch immer in eine Schulruine. Und das ist leider eine Turnhalle. Keine richtige, sondern ein alter Gasthof, der dafür benutzt wird, eben weil keine neue Turnhalle da ist. Kein Vorwurf gegen die Schulbehörden, sie tun ihr Möglichstes. Aber unser Staat, tut er auch sein Möglichstes? Der Raum, in dem die Kinder sich umziehen müssen, dient ansonsten den Lustbarkeiten verschiedener Vereine. Die Schule hat ihn gewissermaßen zweckentfremdet. Solche Inschriften an den Wänden beweisen es eindeutig. In der Turnhalle sieht es so aus. Vorne ein Bierhahn, hinten Bocksprünge. Es ist wirklich nicht schön, was unseren Schulen noch immer zugemutet wird. Und dass unsere Kinder auch noch vielerorts solche Toiletten benutzen müssen, ist auch vom Übel. Wohl sind neue und moderne Schulen gebaut worden, von ihnen wird noch die Rede sein, aber es sind ihrer zweifellos nicht genug. Sonst würde es ja die vielen alten Schulen mit all ihren Nachteilen nicht mehr geben. Nachteile, von denen wir hier gleich zwei auf einmal sehen. Schulbänke, die noch aus der Jugendzeit unserer Großväter stammen und 50 Schüler in einer Klasse. Das ist natürlich viel zu viel. Besser wäre es, wenn wir nur die Hälfte hätten, vielleicht 25 bis 30. So kann ich mich nicht je um jeden Einzelnen kümmern. Wenn wir natürlich weniger wären, dann ließe sich eine moderne Unterrichtsgestaltung durchführen und die Lernergebnisse wären auch weit besser. Uhr 10, die Schule ist aus. Und die Schüler laufen nach Hause. Das ist normal. Diese Schüler aber gehen jetzt erst in die Schule. Das ist nicht normal. Man nennt es Schichtunterricht, den es keineswegs nur an Volksschulen gibt, sondern auch an Gymnasien. 19 Klassen verlassen die Schule, 7 Klassen kommen in die Schule. Ein Zustand, der in der Bundesrepublik erst in frühestens 2,5 Jahren behoben sein soll, wenn bis dahin genügend neue Schulen gebaut sind. An der Wand hängt schon der Plan für ein modernes Gymnasium. Bis es steht, werden aber 16 Jahre seit Kriegsende vergangen sein, in denen solche Zustände herrschten. Auch hier über 50 Schüler in einer Klasse. Was wir in den letzten Stunden erarbeitet haben, noch einmal jetzt wiederholen. Wann ist eine Zahl durch 3 und durch 9 teilbar? Ein Bretterverschlag verbirgt den Kartenraum mit der Lehrmittelsammlung und den Umkleideraum für die Turnstunde. Was?
Das Lehrerzimmer ist viel zu klein und kann wirklich keinem Lehrer zur Konzentration und Vorbereitung für den Unterricht dienen. Ein Lehrer, der hier in einer Freistunde zwischen den Unterrichtsstunden lesen oder gar schreiben will, kann diese Tätigkeit nur im Gang auf- und abgehend erledigen. Einen Bibliotheks- oder Aufenthaltsraum gibt es nicht. Diese Tür ist geschlossen. Wer sie unversehens öffnen würde, der trete mitten hinein das große deutsche Schulwunder. Da, wo er landen würde, standen einmal die Turnhalle, die Aula, der Biologie- und der Zeichensaal. Man hätte ihn wieder aufbauen können. Doch der Staat schloss die Tür vor dieser Erkenntnis 14 Jahre lang und verriegelte sie. Der Schuldiener übrigens hat aus Gründen der Sparsamkeit seine Wohnung in zwei ehemaligen Klassenzimmern einrichten müssen, wodurch das Gymnasium um eben diese beiden Klassenzimmer noch ärmer wurde. Da die Turnhalle zerbombt wurde, turnt man einfach auf dem Schulflur. Das nützt der Körperertüchtigung wenig und stört zudem den Schulbetrieb empfindlich. Ich höre mich etwas leiser sein, hier, man kann ja gar nicht unterrichten. Der Herr, der da aus der Schule kommt, ist ein Lehrer, der einen gewissen Ort aufsuchen muss, der sich außerhalb der Schule und in einem Zustand befindet, den näher zu betrachten man eigentlich niemandem zumuten kann. Das war eine Stadtschule, wie es sie leider noch zu Hunderten gibt.